Hallöchen, schön, dass du wieder dabei bist hier zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Yo, wir haben es uns ja hier auf dem Dach mal ein bisschen gemütlich gemacht in der letzten Folge. Nach dem wunderschönen Feral-Alarm. Der ist aber tot, der Feral. Ja, der tut uns nichts mehr. Ach, das ist doch scheiße, ey. Das ist doch schon wieder, weißt du, das ist doch schon wieder. Das ist doch schon wieder der allerletzte Dreck. Kann ich mir eine Schiene bauen? Schiene. Klebeband. Genau das ist. Das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte mit einem gebrochenen Beinchen hier durch die Gegend laufen. Weißt du was, aber das ist mir jetzt Latte. Das ist mir jetzt Latte. Ich habe mir vorgenommen, ich nehme diese verdammte Stadt auseinander. Und ich werde diese verdammte Stadt jetzt auch auseinandernehmen. Ob mit gebrochenem... Alter! Ob mit gebrochenem Bein oder ohne, ich nehme diese Stadt auseinander. So, in den Arsch geschossen und nochmal in den Arsch geschossen. Pfeil im Arsch. Oh. So, und jetzt fällst du erstmal schön um. Weißt du, da wäre ich schon wieder ein bisschen aggro. Da wäre ich glatt schon wieder so ein bisschen fuchsig. Oh, Mais. Brauche ich eigentlich aber nicht. Da wäre ich glatt schon wieder echt ein bisschen fuchsig hier. So ein Dreck, ey. Ha! Aufs Maul! Da werde ich doch glatt schon wieder ein bisschen fuchsig. Da werde ich glatt schon wieder ein bisschen sauer. Da will ich doch glatt schon wieder ein bisschen was looten. Hallo? Kann ich aus Klebstoff Klebeband herstellen? Klebeband! Ja, wie schön. Das nehme ich doch mal, das nehme ich doch mal toll. So, Schiene. Na, dann schienen wir das Ding hier mal ein. Meine Fresse. Du frierst! Achso. Nix los, nix los. Ich hoffe ja persönlich immer noch auf eine Bücherei oder so. Das wäre mal cool. Aber wir hatten bislang echt überhaupt kein Glück hier. Wow, Mutti. Oh, und die Krankenschwester. Die persönliche Betreuerin der Mutti. Wie schön. Schön, dass ihr auch da seid. Och, wirklich. Puh, wie sie herumstapft, die Alte. Die Mutti. Na, da war sie einfach ein bisschen zu kopflos, würde ich sagen. Was machst du hier eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Schnuckelhasi, hier geht's nicht nach draußen. So. Habe ich mir auch ein bisschen wehgetan. Wunderbar. Ach, erstmal was futtern. Uns geht schon gar nicht mehr so gut. Ach, tada! Schön. Habe ich mir voll verdient. So, ich glaube, das Häuschen hier können wir noch mitnehmen, aber dann wird so ziemlich schon wieder Schluss sein, weil... Ja, ne? Schon wieder... Der Tag ist schon wieder weit fortgeschritten. Aber wenigstens ein bisschen was zu futtern noch bekommen. Da ist auch was Schönes. Bisschen was zwischen die Kiemen. Ah, lecker, lecker, lecker. So. Was denn? Du hast gerade was gefuttert. Steh dich doch nicht so an, die Dosenfrüchte waren lecker. Mecker nicht, das waren gute Dosenfrüchte.
Mir ist kalt. Wie wär's mit einem Halstuch? Vielleicht hilft dir das ja. Nee, okay. Hast du schon wieder eine Mutter gehört? Habe ich da eine trampelnde Mutter gehört? Nein, habe ich nicht gehört. Okay. Bisschen Kacke. Nochmal ein bisschen Kacke. Aber sonst war der Ausflug so semi irgendwie, ne? War jetzt nicht der Traumausflug einfach mal. Das war alles so mäßig, finde ich. Hoppla. Also er war schon ganz okay, der Ausflug, aber ich muss sagen, ich hatte mir doch ein bisschen mehr erwartet. Naja. So, Unterkühlung, wunderbar. Es ist auch höllisch kalt hier. Man sieht, wie hier überall Schnee liegt. Kann man hier was Cooles kaufen? Goldrutentee oder so? Nee? Ja, ich gehe heim. Ah, ist das kalt hier. Ach, der Zoe Saloon, der war schon schön. Salon, entschuldigt. Salon. Naja. Also, ein Loot-Wunder ist die Stadt hier nicht, ne? Das muss man jetzt einfach mal... Das muss man jetzt echt mal sagen. Also diese Stadt ist hier nicht gerade für den besten Loot bekannt. Aber gut. Oh. Oh. Okay, wir gehen. Kommen wir noch kurz rein, ja. Kannst du dir auch behalten, den Müll. Mann, ey, das mit dem Essen, das nervt mich gerade. Ich meine, ich kann nicht mal was tun jetzt im Moment, weil ich habe nichts zu essen dabei. Ich kann eine Ruhe Kartoffel futtern. Es ist, it's something. Wir verhungern nicht ganz. Nur so halb. Ist das nicht schön, dass wir nur halb verhungern? So, was macht ihr hier beide? Spielt ihr Fangen oder... Ja, die spielen Fangen. Lassen wir sie weiterspielen. Die will ich da jetzt gar nicht unterbrechen beim Fangen spielen. Die sollen ruhig ihren Spaß haben, die Jungs. So. Ich meine, ich weiß, bei Kälte, ne, da... Oh, hi. Bei Kälte weiß ich, geht das mit dem Essen weiter runter und schneller runter, aber ich muss ehrlich sagen, finde ich scheiße. So. Apropos scheiße. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich... Ich wollte es eigentlich nicht skillen, aber... Es ist halt echt... Au. Wir verlieren halt echt. Wir brauchen... Na, Mahlzeit. Wir können uns nicht ständig ums Essen sorgen. Ich meine, unsere Sorgen behebt das auch nicht, ne? Wir haben noch 1% jetzt. Dann geht's mal wieder ans Verhungern. Jetzt sind wir bei 0. Ah, komm, nochmal so eine Ruhe. Kartoffel ist ja nicht giftig oder so. Wir müssen uns jetzt echt ein bisschen beeilen. Also so langsam, aber sicher eilt es. Naja, wir haben jetzt so 2,5 Stunden, sind fast zu Hause, aber trotzdem. Und Schnaufi, das kleine Schnaufeltier, das zusätzlich auch noch hungrig ist. Meine Güte. Er geht mir so auf den Sack mit seinem ständigen Hungern. Mach eine Diät, Junge, das schadet hier gar nicht. Also was zu essen dabei? Wahrscheinlich ja nicht, aber ich bin jetzt einfach trotzdem.
Weißt du, aus Prinzip. Weil ich so ein bisschen pissig bin gerade. Oh. So. Auf die Fress. Wenn ich schon nichts zu essen bekomme, dann du erst recht dich. Du Nase. Also ich hoffe jetzt, ich meine, wir haben noch ein paar Eier dabei, ne? Wir haben jetzt zwei Eier geholt, das ist gut. Was heißt, verhungern werden wir nicht die Nacht, aber... Ja. So langsam aber sicher. Natürlich, Federn. So langsam aber sicher muss unser Garten echt ein bisschen mehr abwerfen, sonst sehe ich sehr, sehr schwarz. Sonst müssen wir so eine trendige Detox-Diät machen. Wo wir einfach mal im Monat nichts essen oder so. Oder nur sehr wenig essen. Oder jeden Tag nur so ein... Dachte, ich hätte einen Hund gehört. Jeden Tag nur so ein Glas Wasser mit Erde vermischt trinken. Nam 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 nam. Ich kenne jemanden, der das tatsächlich gemacht hat. Und irgendwie, glaube ich, war das keine so gute Idee bei denen. Zumindest waren die Berichte jetzt nicht durchweg positiv. Sag mal, bringt der Honig? Bringt immerhin 5 Sättigung. Ah, müssen wir uns einen Honig... Schießen wir uns ein bisschen Honig rein. Gleich sind wir zu Hause. Scheiße! Das ist ein normaler Hund. Du Scheißvieh! Du Scheißvieh! Warum hat der uns überhaupt angegriffen? Ich hab den... Es war kein Wolf, Hund, es war ein Wolf, glaube ich. Aber dieses Scheißvieh! Alter! Da habe ich aber wieder Bock drauf, du. Umgebung wird erstellt. Hey, unser Hungerproblem ist gelöst. Ist das nicht schön? Und gleich rein in die Stacheln. Ich hoffe, der Hund ist jetzt nicht mehr da. Weißt du, ich war so ganz kurz vorm Ziel. Ich war ganz kurz vor dem verdammten Ziel. Ich war fast zu Hause. Und dann kam der Hund. Ich glaube, da ist das Mistvieh. Er ist noch da. Lauf, Bombi, lauf! Drecksvieh! Ich glaube, ich weiß, warum uns immer so kalt ist. Wir haben den Poncho an. Und den Cowboy-Hut. Und die sorgen natürlich dafür, dass uns kalt wird. Ich hätte mir aber gedacht, ich hätte den Poncho irgendwann mal ausgezogen, ehrlich gesagt. Naja. 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 Kann vorkommen. Shit happens. Alter, ernsthaft? Ist das euer Ernst? Nur Heidelbeeren und Kartoffeln und sonst nix. Wie soll ich denn davon überleben, Kinder? Ich hungere. Wobei, jetzt können wir uns demnächst Blaubeerkuchen herstellen. Wobei der auch nicht so geil ist, weil da... Also der ist schon geil, der Blaubeerkuchen. Brauchen wir nicht reden, aber... Ach je, ja, aber Essen bringt es uns auch nicht. Nicht wirklich zumindest, weil wir das echt wieder anpflanzen müssen, weil das sonst viel zu wenig ist. Also das mit dem Essen müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Ja, genau, da stimme ich dir zu, liebes Windows. Windows, gute Idee.
Windows gibt einem manchmal gute Tipps. So. Cowboy-Stiefel. Ja, die bringen natürlich auch nochmal. Haha. Die bringen natürlich auch nochmal Kälte wahrscheinlich mit rein. Das heißt, wir sind voll wüstenmäßig equipped unterwegs eigentlich. Und deswegen wird uns ständig kalt. In der Stadt zumindest. Wo es halt ein bisschen kälter ist. Nun mal. Naja, naja, naja. Was soll's? Also irgendwas müssen wir echt machen. Ich meine, gut, jetzt haben wir dann demnächst ganz viel Essen und so, aber... Aber ja. Ist alles noch nicht so, wie ich es gerne hätte, um ehrlich zu sein. Ah, ich hätte... Ja, rein theoretisch hätte ich sogar... war ein bisschen blöd. Ich wusste nicht, dass ich noch Maismehl habe. Ja. Wir werden es überleben. So, ich baue noch mal ein bisschen Korn an. Ich glaube, wir haben kein Feld mehr, kann das sein? Doch, hier müsste noch Feld sein. Wobei, alles natürlich ungedüngt ist. Das heißt, das bringt uns auch nicht wirklich viel. Hm. Ist nicht optimal. Also ich werde hier, glaube ich, ich weiß echt noch nicht, ob ich hier bleiben will. Andererseits gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, tatsächlich so eine blöde Brücke zu bauen. Ne? Also übers Wasser drüber. Wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oder ob ich nicht eher unten durchgraben muss. Naja, wir werden sehen. Das soll es auf jeden Fall jetzt wieder gewesen sein. Ich meine, wir müssen ohnehin gucken, ob wir nicht zur nächsten Alpha, die ja demnächst kommt, das wollte ich noch kurz ergänzen, ob wir da nicht irgendwie neu starten müssen. Kann gut sein. Das heißt, wer weiß, ob wir hier vielleicht noch, oder ob wir hier überhaupt noch so lange sein werden. Gucken wir mal. Naja, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön für deine Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.